Hallo Charlie hat es so schön gesagt, dass ich um Folgendes bitten würde, selbst wenn es der eine oder andere nicht gerne macht, lasst uns doch mal 15 Sekunden, das ist ja nicht so viel, Stille sein und den Schalkern, die hier heute Abend ja zahlreich versammelt sind, die Gelegenheit geben, nochmal an Charlie zu denken. Das war ein Typ, wie es denn im deutschen Fußball so schnell nicht mehr wiedergeht. Machen Sie das mit, also 1, 2, 3, lasst uns mal kurz. So, Charlie. Also, okay. Denkt es mir, dass ich da, wenn ich an Charlie Neumann denke, muss ich schmunzeln, aber ich bin einfach froh, dass es den gegeben hat, weil die Geschichten sind natürlich großartig. Jetzt hast du vielleicht Englisch, die hast du noch einen, ja? Ich hab mich, wie Sie vielleicht bemerkt haben, bestimmt nicht auf diese Fragen hier vorbereiten können, sondern das hat mir Mühe gegeben, die Fragen zu beantworten, die an mich gerichtet wurden. Aber eine Sache habe ich mir vorher überlegt, die ich gerne erzählen möchte. Und zwar hat es eine Zeit gegeben, in der ich zwischen einer Ehe und einer möglichen neuen Ehe mich befunden habe. Charlie war der Einzige, der es wusste. Und er hat also immer die Schnute gehalten, wie man hier so sagt. Ne? Und da sind wir also einmal in meinem Ferienhaus in der Mosel gewesen und ich hatte meinen Hund dabei. Das war so ein sehr süßer Berner Sennenhund. Und Charlie hat sich mit dem sehr befreundet und plötzlich, und wir gingen jeden Tag mit dem Hund in eine ganz bestimmte, einfache Gaststätte und haben da zusammen gegessen. Charlie, meine zukünftige Frau, der Hund und ich. Und Charlie hat alles klar, der Hund kriegt sich jeden Mittag schon, der hatte schon 100 Meter entfernt, konnte der Wirt uns schon sehen, wenn er kam. Dann hat Charlie mit dem Koch klar gemacht, der Hund, du musst sofort dann 3-4 Schnitzel in die Fritteuse werfen, zerschneiden, schnell in den Kühlschrank, dass sie nicht zu heiß sind, wenn der Hund kommt. Und dann muss der Hund sofort zack, zack, diese 3-4 Schnitzel kriegen, wenn die hier eintreffen. Hat er auch immer gekriegt, war kein Problem. Und ich musste dann plötzlich weg, konnte nicht mehr bleiben und Charlie sagte, auch meine Frau glaubt sowieso, dass ich bei dir bin, also komm, ich bleib jetzt hier noch ein bisschen, lass den Hund hier, ist okay. Dann ist er mit dem weiterhin immer in dasselbe Lokal gegangen. Nach 3 Tagen ruft mich Charlie an und sagt, hör mal Alter, ich bin fix und fertig. Hör mal, der Hund, der kann die scheiß Wiener Schnitzel nicht mehr sehen. Ich hab ihn jetzt auf Rumsteck umgestellt.